and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect Heist 2. Heute mit dem Sebastian, dem Bram, dem Christian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Hallo. Hallihallo. Ja, ich kann so Kameras installieren und habe einen zweiten Bildschirm unten links. Ja, das ist nice. Den habe ich auch schon mal gespielt. Ich bin FBI. Hast du die Schüsse gehört? Ja. Okay. Okay, ich stehe oben bei den Juwelen. Ja. Ich habe schon mal ein Fenster kaputt gemacht. Hier oben gehen Fenster kaputt. Der ist bestimmt am Dach gestartet. Einer macht schon Glas kaputt. Ich habe Glas kaputt gemacht. Einfach nur hier oben, um ein bisschen abzulenken. Einer rennt, glaube ich, in der Lobby rum. Die sind beide hier oben bei mir gewesen. Interesting. Ja, die sind beide jetzt oben in der Lobby. Beide oben in der Lobby. Was zum Fick ist das? Oh, oben am Dach? Ist das hier? Hat der hier das gerade kaputt? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hast du oben Fenster kaputt gemacht? Ich hab nochmal was kaputt geschossen. Ja, ich halte hier gerade quasi. Ich geh mal die Bombe holen und mach mal einfach den vorderen Tresor auf. Also hier ist sehr viel Jewelry. Das ist ja auch Jewelry-Laden. Also oben Jewels sind noch safe. Und der obere Safe ist auch noch safe. Christian oder Peter stehen die ganze Zeit hier beide bei mir hier oben. Dann gucken wir mal. Da, der hat einen Koffer fallen lassen. Wer? Weiß ich nicht genau wer, aber der ist gerade hier gedroppt worden. Ja, das haben die gesehen. Nein, das war einer von denen. Ich hab die Bombe, muss ich fallen lassen. Glaube ich gesehen. Wer? Weiß ich nicht genau wer, aber der ist gerade hier gedroppt worden. Hier! Wie sieht er aus? Hast du? So, ja. Irgendwie liegt hier okay. Noch einer neben. Ich glaube, den hat Sepp gekillt. Ja. Also hier, der rote war. Der ist tot. Jo. Scheiße, er hat mich getötet. Direkt vor meiner Nase. Oh, er hat nicht den Dingens getötet. Oh, Mann! Aber wir sind ja in Deutschland, ne? Für Königin und Vaterland. Was heißt? Er kam gerade oben aus der Tür raus und hat mich mit der Bombe gesehen, die Sau. Scheiße. Oh, da ist ein Taser. So, das ist hier. Hier. Da, wo ich bin. Ja, ich versuche nur gerade einen neuen Motion-Detektor zu setzen. Das funktioniert irgendwie. Beim oberen Jewelry hat er die Tür aufgemacht. Das heißt, der ist einer von den Mitarbeitern mit der Krawatte. Der guckt dich gerade an. Ja, halt mal, soll er okay. Machen. Aber welcher? Bist du das? Du bist das. Oder? Wieder zu. Okay, er geht rund. Nee, geht er nicht runter. Guckt sich die Leute an. Er guckt sich weiter die Leute an. Der andere kommt auch. Oh, das war ich jetzt. Das wird kaputt gegangen. Wait. Bombe liegt unten vor dem Tresor. Kommt auch gucken. Unten liegt theoretisch die Bombe neben dem anderen Tresor. Ja, macht nichts, alles gut. Okay, die Map ist kleiner als ich dachte. Da liegt der Koffer. Was passiert hier gerade? Hast du einen irgendwie? Hab ich den aus Versehen? Was passiert? Ich weiß es nicht. Da steht ein NPC in meinem Motion Detector die ganze Zeit. Oder Bram, ich weiß es nicht. Krass, mit 10 Leuten soll man die spielen können. Okay, die gucken. Da ist einer, geht rein. Ist reingegangen. Wir haben auch noch kein Geld, also. Mann! Das sind NPCs bestimmt. Die stellen sich hier einfach rein, die Ficker. Hör auf damit! Ich muss diesen Motion Detector wegtun. Und das. Was das war ich. Explodieren lassen? Okay. Wegtun, bam. Ich wusste auch nicht, dass der explodiert.
Hast du geschossen? Nein. Der andere ist wieder rein. Ja, oben. Ja, ich hab's gesehen. Alter, das klappt ganz schön. Kommt wieder raus. Was war das denn? Okay, der rennt runter. Irgendwer schießt hier mit Silence Pistol. Die ganze Zeit auch. Können wir selbst Leiche verstecken irgendwo? Ne, die können wir nicht aufnehmen, ne? Ich weiß nicht, ob er die heilen kann. Er kommt halt drauf an, welche Klasse er hat. Er kommt hoch. Ne, der ist unten. Der ist unten. Links. Das heißt, hat keiner gesehen. Bin ich hier oben gerade alleine? Jein. Also du bist jetzt gerade im Moment alleine. Nice. Das hat keiner gesehen. Der andere war unten. Ja. Ach, du kannst dich instant verkleiden. Das ist ja mega. Das ist richtig. Geht das nicht. Oben. Jewelry. Suspicious Activity. Weil weißt du das? Weil meine Kamera das gesagt hat. Die hat rot geleuchtet. Du bist ja insane. Da kommt einer. Ja. Kommen beide. Das ist dieses Blip. Achso. Ja, das ist der Motion Detector. Die Dinger sind voll kacke, wenn die auch voll. Ich hab die aber die zeigt genau auf selbst gleiche. Scheiße. Oh Mann, so knapp. Ah, fuck, ey. Das war fast genug. 8000 fehlten noch. Fast war's genug. Die Kamera hat gesagt, da ist. Die 8000 fehlt noch. Ja, er hatte schon alles draußen platziert. Er musste es nur noch wegbringen. Das war mega gut. Oh lol, das habe ich ja überhaupt nicht gecheckt. Das war mega gut. Von wo denn? Ram hat richtig ausgeraubt. Schade. Von den Jewels, oder was? Ich habe Jewels genommen, ja. Auch, ja. Jewels. Okay, ich nehme Random. Ja, mal gucken. Dude. Mal einmal random hier. Okay, ich spiele mit dem. Dude. Ich spiele Random Dude. Okay, Random Dude it is. Lol, was? Lol, was? Den habe ich auch noch nicht gespielt. Okay, ich habe die Cyber Police. Download information about the current disguises of all robbers. Ah, ja, okay. Das heißt, finde ich hilfreich, das andere eher nicht. Can interact with hacked ATMs and PCs to find out when they got hacked. Ich bin Sniper. Can also choose between different ammo types from the sniper rifle. Also ich habe halt eine Sniper, aber letzte Mal, als ich den gespielt habe... Das kann manchmal hilfreich sein, wenn die hacken, damit man weiß, okay, wie lange ist das schon her? Ich gehe direkt mal gucken, wie die denn so aussehen. Sorry. Ich schätze mal aktuell... Hier ist ein PC. Okay, du machst einfach nichts. Cool. Draußen hinsetzen und die einfach immer wegmachen und nerven, hattet ihr mir nicht gebracht. Ja, gucken wir mal, was wir machen können. Ich bring mal die Bombe schon mal draußen hin. Hat er letztes Mal die Sachen aus dem Fenster geworfen hier? Oh. Deswegen sind die ganzen Scheiben kaputt gegangen. Oh. Oben sind wieder Scheiben kaputt gegangen. Nehmen die Eingangstür. Das ist ja schon mal gut. Okay. Einer ist draußen, also ist unten. Ja. Läuft in der Lobby. Wieder was mit der Silence Pistol kaputt geschossen worden. Ja. Hier wird rumgeballert. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Den beobachte ich jetzt. Ich kann runterladen und gucken. Downloading Data. Sepp sieht grüne Jacke, Bram rote Jacke. Die haben noch die erste Verkleidung. Ich bin mir fast sicher. Sepp grüne Jacke, Bram rote Jacke. Ja. Der hier, mit der roten Jacke, das müsste dann Bram sein. Ja, einer zielt auf mich. Bist du auch unten? Ich stehe neben dir. Wie sehe ich denn deinen Namen nicht? Boah, stark, Peter. Ich hab mir gedacht, das muss er sein. Den habe ich doch gesehen, wie er die Scheiße da kaputt gemacht hat.
Jetzt hier mehrere auf dich. Als ob? Wieso sehe ich denn deinen Namen nicht? Wieso sehe ich denn deinen Namen nicht, Bram? Okay, der andere war was? Grüne Jacke? Ja, genau. Aber ist halt auch schon wieder ein paar Sekunden. In 5 Sekunden kann ich nochmal gucken. Ja, okay. 3, 2, 1. Aber ich habe mich zu auffällig verhalten. Ja, grüne Jacke immer noch. Ey, hier ist gerade so komisch gestraft, ehrlicherweise. Das sah strange aus. Grüne Jacke, blaue Hose. Welcher? Naja, ich beobachte den jetzt mal durch die Wand. Immer noch keine Hacked ATMs oder so. Ich meinte, glaube ich, den hinteren davon. Ja, der ist schon wieder so schräg gelaufen. Geht jetzt raus, jetzt da? Die, jetzt gehen die alle raus. Alle gehen raus. Oh, es gibt Juwelen draußen? Jo, stimmt. Alter, das haben wir noch gar nicht gesehen. Es gibt auch einen Underground-Bram, ne? Ja, aber ich weiß halt nicht gerade wo, aber dich sieht keiner. Du könntest quasi Juwelen. Die Gläser zumindest kaputt machen und dann weggehen. Nein, noch gerade nicht. Die sehen mich gerade. Downloading Data, ja, immer noch grüne Jacke, blaue Hose. Der scheint sich nicht umziehen zu können. Ich lasse mal ein bisschen Luft, ich gehe mal wieder rein. Ja, okay, ich verfolge den. Ich glaube, sie haben es jetzt auch gerallt. Scheiße, Alter. Anna ist draußen auf jeden Fall noch. Ich habe mich beim Rahmen schon so festgelegt. Ich kann den auch immer durch. Ich kann ihn auch immer verfolgen, so heimlich, damit ich dich sieht. Ah, er sieht dich niemals. Du bist völlig unauffällig in der ganzen SWAT-Rüstung. Ah, hier gibt's einen Untergrund? Die alle hier drin oder was? Ich hab dir oben schon mal die Fenster kaputt gemacht. Das heißt, du könntest die ATMs hacken und das Geld rausschmeißen. Ja. Lass uns gucken, ob der hochkommt. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Der ist irgendwo unten. Ah. Erstmal hacken auf. Es gibt hier unten auch ATMs und alles. Lol, okay. Oh mein Gott. Der hat immer noch eine grüne Jacke an. Der hat sich immer noch nicht umgezogen. Ja, kannst du wohl machen. Check mal. Mal. Ich schreibe nochmal Stopp, sobald einer die Treppe hochkommt. So langsam tut neben mir steht, ist alles gut. Wo bist du denn da unten? Ach, da. Du rennst dem da hinterher? Ja, ich renne dem hier hinterher. Und 3 Minuten hat er ja noch. Draußen liegt auch die Bombe. Einer steht mehr neben dir. Oh, da kommt unten Renter. Ja, am Haupteingang läuft einer. Sind beide am Haupteingang. Hier draußen sind auch ganz viele Juwelen-Shit, scheiße. Ah, das ist ja echt, das wusste ich gar nicht. Deswegen haben die eben auch so viel mitnehmen können. Warum stellt man das denn nach draußen? Was ist das für ein Laden? Kannst alles nehmen, gerade. Und rausschmeißen. Wenn das einmal ein Säckchen ist, dann kannst du es schneller aufheben. Hier draußen ist auch ein Rucksack mit Geld drin. Was soll ich sagen, ne? Grüne Jacke, blaue Hose. Das ist ja interessant. Ich wette, das ist er. Wenn er das ist, hat er ein ziemliches Problem. Der dreht sich. Danach. Was ist das? Den Automaten kannst du auch. Davon 20.000, ja. Den Automaten kannst du auch benutzen. Aber der gibt, glaube ich, kontinuierlich mehr Geld, nur. Das dauert zu lange. Nee, da liegt das Geld jetzt davor. Das sind 3.000. Da hinten bei dem blauen Auto, an dem du stehst, ist auch ist ein Geldsack. Ja, den habe ich gesehen. Aber ich sag dir, zu irgendeiner Zeit wird das Geballer losgehen. Ja, der muss halt die Waffe ziehen. Kann es sein, dass einer Kameras guckt? Kann natürlich sein. Aber wenn du jetzt das Geld und das andere Geld zum Auto bringst. Oh Gott. Ich werde nicht mehr weggehen. Da ist einer gerannt. Oh,
Oder? Ist der hier gerade? Nee, das hätte man gehört. Okay, du läufst dem hier weiter hinterher, ich nehme den hier. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass der gerannt ist, aber... Dann hast du... Die laufen gerade hoch. Beide oben. Das sind 10.000, wenn die hast, sind 13.000. Nicht rennen. Jetzt einmal ums Gebäude quasi rum. Ja, grüne Jacke, blaue Hose. Also, wir sind gehackt. 95 Sekunden hat er ein ATM hier oben gehackt. Oh, kann das dann überhaupt sein? Vor 92 Sekunden. Und dann in einmal abgeben, oder was? Ne, reicht nicht. Gib das so ab. Ich weiß, aber ich muss halt erstmal so abgeben. Ja. Shit. Weiß ich nicht. Das vielleicht einer von denen. Warte mal, das ist doch jetzt problematisch. Der hat 13.000 Money geholt. Das kann der doch gar nicht dann sein. Dann ist der das nicht. Dann ist das der gewesen, der hier hochgerannt ist. Scheiße, den habe ich jetzt aus den Augen verloren. Kacke, wo kriege ich denn 7.000 noch her? Gibt es draußen noch ein ATM? Das weiß ich nicht. Er hat sich immer noch nicht umgezogen. Wie du da geduckt rumrennst. Ich gehe mal nach oben und guck auf den Geldsack da. In der Hoffnung, dass er sich den Geldsack da holt. Okay. Oh, der wartet hier auf das Geld. Ja, wartet der auf das Geld. Hat gesehen, okay. Die Bombe draußen noch. Ja, die Bombe liegt noch draußen vorm Haupteingang. Wo ist denn der andere hin? Ja, der ist gerade nach oben gelaufen. Ja, und der zweite? Da um die Ecke. Gelaufen. Soll ich das wegbringen? Na komm, take it or leave it, ne? Du hast nur 45 Sekunden. No. Was? Oh, der stand bestimmt auf dem Dach, oder? Der stand auf dem Dach. Oh Mann, der hat einen scheiß Camper. Fuck, ist wieder auf dem Dach, ey. Ich hab mir einen Blick auf den Geldsack gegönnt. In dem Moment, wo ich das aufgenommen hab, hab ich gedacht, scheiße, der war auf dem Dach. Aber war nicht selbst den Mittag. Nee. Alter, ich war mich echt sicher. So Peter, war sich hundertprozentig sicher. Nee, hundertprozentig sicher war ich mir nur bei Brammen, deswegen habe ich auch geschossen. Ja, das stimmt. Bei Sepp war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, ich habe einen Sidestep gemacht. Ja, du, vor allen Dingen hast du dir das Ding abgeschossen. Das habe ich aber oben gemacht. Ja, ja, genau. Und da habe ich dich dann noch runterlaufen sehen. Also, das konntest nur du gewesen sein. Ah. Ja, das war schwierig. Aber das war gut. Wir waren ja so knapp, Alter. Jetzt machen wir das. Wieder so ein random Dude genommen. Ich bin jetzt Detective. Makes nearby footsteps visible and can determine the time and cause of death of dead bodies. Okay, und ich bin der FED Chairman, der war ich noch nie. Der macht den Money Printer. Okay, ich nehme diesmal den Pickpocket, der 5000 tragen kann ohne Visible Back. Oh, Pickpocket hatte ich auch gerade, warte mal. Nämlich Poison. Kann eine Gasgranate platzieren. Ja, dass die draußen jetzt so viel Shit machen können, nervt natürlich tierisch. Ja. Wir sollten draußen die beiden Juwelendinger kaputt schießen direkt. Das mache ich eben. Alter, wie die halt auch. Nein. Die ballern immer direkt am Anfang. Wo haben sie jetzt was kaputt geballert? Draußen bei dir die Juwelen? Ja, die sind noch da. Okay, Juwelendinger habe ich kaputt. Jetzt sehe ich deinen Namen aber erst. Ja, aber sind die Scheiben auch noch da? Ja, ich sehe noch keine kaputten Scheiben. Hast du den Money Printer schon gestellt? Ja, einen von den beiden. Ich kann sogar zwei platzieren. So, ich bin jetzt einfach kleine 5000er Fuhren immer weg. Wo ist denn der? Erdgeschoss unter so einem Tisch. Ah, ich höre ihn. Ah, der wird mir auch angezeigt. Investigate. Contains $2000. Ja, wird mir auch angezeigt. Wir haben schon 5000. What the fuck?
Ich hack hier. Kannst du das Fenster nachher von oben mal ausschalten? Nee, ich bin gerade im Untergrund. Achso, du bist im Untergrund. Die haben Money Printer, haben die hier. Aber nicht die Juwelen beim Feuerwehrwagen. Oben vielleicht? Aber hier sind die Scheiben. Oben. Die haben hier die Scheiben kaputt geschossen. Okay. Weißt du was, ich gehe mit meiner Sniper aufs Dach. Ich gehe mal gucken, wo der ist. Ich höre hier den nämlich. Oh, Gas. Oben war Giftgas. Direkt bei mir. Ich weiß zwar nicht, ob das so mega gefährlich ist, aber... Das war ich. Ja, okay. Okay, ich habe oben mal Gas gezündet. Schon mal gut. Oh. Schon wieder wurden Scheiben zerstört. Ich glaube, die sind oben am Vault, oder? An. Hier ist ja komplette Panik. Draußen die Juwelen sind noch da. Am Truck. Oben sind die ATMs teilweise gehackt. Ja gut, die sind ultra verwirrt. So, ich gebe mir nochmal ein ATM. Da haben sie 10.000. Da ist halt die Frage, wenn du gesagt hast, unten sind auch noch ATMs, dann... Ja, im Untergrund. Mega. Ich weiß nicht, wie wir da zu zweit dann auch noch verteidigen sollen. Ich geh mal in den Untergrund. Ich geh mal kurz gucken. Ja, ich hab nochmal 5.000. Oh, hier oben ist wieder Giftgas-Scheiße. Das heißt, einer ist auf jeden Fall oben. Was ist denn das hier für ein Gang? Okay. Peter oder Christian sind hier wieder am Start. 10.000 habe ich gerade. Du kommst hier bestimmt in die Bank rein. Oh mein Gott. Also das Giftgas dauert halt scheiße ewig. Was piept hier? Ich weiß, das ist das Feuer, Feuer, Feuer. Draußen Geld hingeworfen. Der Feueralarm ist. Was explodiert denn da die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Ach so gut. Nice. So. Ich glaube, du hast ja einen getötet. 20.000. Sind nur überall Tote. Ich, schon wieder fucking Giftgas, Alter! Wir haben das Geld von dem Money Printer aber noch nicht genommen unten. Überall Tote, sagst du? Ich komme hier leider gerade auch nicht weiter, weil die ganze Zeit einer hier am Campen ist bei den scheiß Bankautomaten. Ich habe nur das eine Geld unterwerfen können. Bei den ATMs komme ich noch nicht weiter. Ja, okay. Wir gucken mal sofort. Wow, da vor 53 Sekunden ist der mit von einer Explosion gestorben. Das ist ja krass. Hier oben liegt Geld rum. Ja, ja, die ganze Zeit schon. Ich werde gleich mal unten versuchen, die Bombe zu platzieren. Ich weiß leider auch nicht, wo der Money Printer ist. Der ist hier oben bei mir. Die sind beide auch hier oben bei mir. Die ganze Zeit. Ah, es geht die ganze Zeit an der gleichen Stelle das Giftgas hoch.
geh mal runter. Ich werde die Bombe mal einfach unten im Wall platzieren. Das hat mal tryen. Ja. Die haben nicht gesehen. Oh, der hat nicht gesehen, wie ich die Bombe mit reingenommen habe. Okay, du bist gestraft, um denen auszuweichen. Oder bist du einfach nur da dran vorbeigeglitscht? Oh mein Gott. Ja, geh außen rum. Komm, geh außen rum. Okay, geht nicht nach außen. Er geht nach oben. Ich nehme mal die Bombe. Komm, I try. Was hat gerade für ein Geräusch? Das ist unten eine Bombe. Oh, scheiße. Okay, Bombe ist geplantet und ist offen. Okay, what the fuck? 25. Jetzt ist hier auch noch Giftgas! Ich bin tot. Ja, Giftgas war mega stark, ich komm wieder. Das Problem an dem Giftgas ist halt, die können jetzt den Tresor leer räumen, ne? Einer steht am Vault und einer steht am Feuerwehrauto. Du kannst echt machen, was du willst quasi. Versucht draußen die Schmuckstücke zu klauen. Da kann ich nichts gegen tun. Ja, jetzt. Sind sie drin? Ja, hier ist noch nichts leer. Hier ist noch nicht viel drin. Scheiße, draußen Juwelen. Ich hab einen. Da draußen bei den Juwelen. Das war Sepp. Okay. Okay, hast du ihn tot? Ja. Ich weiß es nicht genau. Bei denen halt. Nein, oh, ich hatte das Geld! Sehr gut. Auf frischer Tat, der tappt den Jungen! Sehr gut, die haben auch nur noch 20 Sekunden. Ja, aber die haben gerade 50.000, Peter. Der hat gerade richtig Geld abgeliefert. Oh mein Gott! Da kommt er angelaufen. Draußen bei den Juwelen. Mitarbeiter, sieht aus wie Mitarbeiter. Scheiße, reicht. Abhauen! Nein, es sind 3000. Als ob! Als ob es 3000 sind! Da vorne liegt das Geld! Aber jetzt sind noch 15 Sekunden. Overtime? Da ist er. Oh nein! Oh, du hast ihn getötet! Ist richtig. Der andere ist links! Ja, ich weiß. Oh, aber geht nein, nicht! Nein, Scheiße! Ihr Penner! Ich hab aus Versehen den scheiß Mitarbeiter erschossen. Oh. Ihr Penner mit dem Money Printer, Jungs! Ich kam hier hinterher. Das war meine random Klasse. Ihr habt ihn auch die ganze Zeit... Den hatte ich noch nie. Ihr habt ihn auch die ganze Zeit beschützt. Ich kam da auch nicht rein. Oh, ich hab die ganze Zeit versucht, das Geld immer... Wenn du wüsstest halt in diesem Level, wo überall Sachen kaputt gehen und wo dann Geld fehlt und... Das ist echt krass. Oh ja. Also das Level ist schon witzig für vier Leute. Oh, immer noch nicht gewonnen, ey. Okay, eine machen wir noch? Ja, wir machen halt jetzt, bam. Okay, ja, Firefighter? Ich spiele doch jetzt nicht Firefighter, Alter. Ja, komm, das ist halt eine Challenge. Ja, ich bin jetzt der Inventor, der so eine geile Turret bauen kann. Ah, ja, das ist okay. Okay, ich werde das nochmal mit dem Pickpocket probieren jetzt. Weißt du, jetzt wird nicht ich hier random jetzt gemacht. Wir haben noch keinmal gewonnen. Ich werde jetzt... was nehme ich denn jetzt? Komm, ich nehme mal den Crypto Miner. Wir versuchen jetzt mal reinzukommen bei denen. Alle non-disguised Robbers, okay. Ja, dadurch, dass die Map so klein... Aber was ist unten an der Bahnstation? Da sind zwei ATMs. Die mache ich jetzt auch am Anfang direkt mal leer. Geil, ich kann so eine Mini-Leiter platzieren, das ist ja was. Ich lauf mal außen rum. Nicht direkt in die Bank. Alter, ich hab direkt die Turret direkt vor diese, vor die Juwelen geplantet, die hier draußen stehen. Das ist gut. Oh, ihr Ficker. Okay. Ich bring wieder die Bombe nach vorne. Oh shit, da kommt schon direkt einer.
Einer ist so ein Warnwesten-Dude. Und hier unten liegt halt auch ein Raketenwerfer. Oh, das ist gut. Traut euch da mal. Aber Non-Disguised Robbers weiß ich jetzt nicht, ob die da nicht trotzdem robben dürfen. Bisher ist noch nichts passiert. Ja, das ist ungewöhnlich, ne? Ja, aber die sind ja nicht mehr disguised. So, sobald die so einen Rucksack auf dem Rücken haben, werden die abgeballert. Ja, hallo. Stimmt. Feuerwehrmann und Warnwesten-Dude, die haben ein Geschütz aufgestellt. Bei den Juwelen draußen. Ja gut, okay, das macht ja nichts. Das werde ich direkt mal deaktivieren. Ne, kann ich nicht deaktivieren. Das muss man wahrscheinlich kaputt machen. Okay, was machen die? Geh mal draußen unten gucken. So kann ich die leider hier nicht aufstellen. Die Leiter ist völlig überflüssig. Okay, einer ist nach draußen gerannt. So, ich gebe sofort die ersten 10.000 ab, hoffe ich. Gerade mir direkt auf der Treppe entgegengekommen, der hat einen Rucksack draußen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab einen Mitarbeiter erschossen. Oh mein Gott. Ja, der ist wieder runtergerannt, hat eine rote Weste an. Ich hab den ersten umgenockt. Ich hab einen gekillt von denen. Nice. Ich hab mich innen drin eingeschlichen. Versteck dich erstmal. Geht das? Ich hab grad ein paar Leute umgenockt. Ja, ich mach die Kürze meiner. Siehst du da, der Mitarbeiter sieht genauso aus, der ist hinter dem hergelaufen, der ist runtergelaufen. Ja, aber der hat das Geld jetzt, glaube ich, auch schon abgegeben, da ist nämlich Geld drin. Oh Mann. Ja, der hat das Geld abgegeben. Ja, ficken. Ich installiere so viel Crypto-Miner wie geht. Das sieht nicht gut aus. Du hast auch nur noch 2 Leben. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du spawnst. Ach, du kommst gar nicht mehr wieder jetzt? Nee, der ist hinter so einem Zivilisten hergelaufen und ich habe leider den Zivilisten erschossen. Hier gibt's richtig viele Rechner. Nochmal 5.000. Holy shit. Da gibt's auch Juwelen. 17.000. Peter, die räumen gerade die Bank leer. 18.000. Ich habe auch einen Schuss gehört. Ich guck Kameras. Null. Irgendeiner schießt? Ja, ich habe ein Fenster kaputt gemacht und habe Juwelen abgegeben. Die liegen draußen. Ich habe die Wand kaputt gemacht. Ich hab Feuer gemacht. Crypto Mining, ist das von dir? Nein. Das ist rechts von dir am Rechner. Und da auch, ja. Und unten ist gerade Feuer. Oh ja, Feuer. Mir kommt, glaube ich, jetzt einer. Ja, bei mir macht einer das Feuer unten weg. Krypto, hier ist nochmal Crypto-Mining in der Ecke in dem, an dem PC. Jo. Nice. Unten ist Feuer. Wie komme ich denn hier nach unten überhaupt? Weiß ich nicht. Was ist denn hier unten? Ich guck oberer Jewelry. Alles gut. Das ist so ein. Ach so, warte mal. Ja, da wo du gekämpft hast gegen Bram. Da unten ist Feuer. Aber die lenken dich halt da eigentlich auch nur ab. Also. Irgendwas piept ja auch die ganze Zeit. Ja, das ist der Feueralarm halt. Achso. Leute, hier unten ist ja noch ein ganze. Achso, das endet dann hier drin, okay. Ja, ja. Der rennt hier wie ein Bekloppter rum und holt die ganze Zeit die Crypto-Miner-Sachen weg.
Ist ja auch vernünftig von dem. Aber ich mache auch immer wieder neue. Achso, da Feuer ausmachen. Krypto-Mining wieder. In dem oberen Jewelry-Raum sind gerade die Sachen kaputt gemacht worden. Ja, hier wird auch ausgeräumt, Peter. Ja, ja. Oh ja, schießt auch immer ein paar Fetzer kaputt, das finde ich gut. Alter, bei dem brennt es einfach überall, oder? Hier oben, der sieht aus wie ein Mitarbeiter. Hat jetzt ein Pack in der Hand. Der ist rausgesprungen. Nee, ist noch nicht rausgesprungen. Der ist links von dir, der. Ah, nice. Einen hasse. Das war Bram. Der hat die Sachen rausgeschmissen. Okay. Dann ist der. Der ist in dem gleichen Raum gewesen und rausgesprungen. Hätte ich gesehen. Alter, war das knapp. Ja, nimm die Sachen vor dir. Die nicht rausspringen direkt. Das ist doch nicht genug. Durch den scheiß Bildschirm töten. Fuck, Alter. Alter, so oh, schwer. Kann ja wohl nicht so. Wir waren so greedy. Alter Vater, ey, ihr habt mich komplett. Wir hätten kurz wahr gemacht. Wir hätten kurz wahr müssen, dann hätten wir es geschafft. Ey, hätte ich doch nicht runterspringen dürfen. Wenn du als Räuber hinter so einem Zivilisten herläufst, während du beschossen wirst, du brauchst einen Schuss nur und dann ist der Zivilist tot. Das ist echt doof. Ja. Ja, da war Christian direkt raus. Christian war direkt raus aus der Nummer. Ja, aber Peter hat einfach gemacht. Ja, ich. Das war. Er hat gemacht, ja. Das war geil. So, war eine sehr gute Folge Perfect Heist 2. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns bald wieder. Lasst ein Like da. Bis dann und tschüss. Tschüss.